Guten Tag und herzlich willkommen, Jan, zu deiner Fahrprüfung. Ich Ja, werde dich heute hallo. prüfen und steigen Sie mal bitte ins Fahrzeug ein. Wir machen jetzt eine 15-minütige Prüfung und der erste Teil, den Sie jetzt machen müssen, ist ein bisschen anspruchsvoller. Kann ich mir vorstellen. Und zwar müssen Sie einparken, ja? Kommen Sie mit, ich fahre mal Okay. vor. Ich zeige Ihnen die Parklücke. Und zwar sehen Sie hier Motorrad und einen Ja. Behindertenparkplatz, ja? So. Ein behinderter Motorradfahrer habe ich auch noch nie gesehen. Und Sie müssen aber nicht dort einparken, sondern ich habe mir auch was anderes überlegt. Sie parken bitte in diese Parkstelle hier ein. Neben dem Motorrad. Nee, nee, hier, wo ich gerade stehe, da neben mir. Ach, neben ihm. Okay. Bitte machen Sie keinen Kratzer in mein So. Auto rein. Ja, probieren Sie hier einfach einzuparken. Sie dürfen zweimal korrigieren, ja? Genau, schön. Erste Mal korrigiert. Rückwärts. So. Und jetzt korrigieren Sie das erste Mal. Das zweite Mal, Entschuldigung. Schön vorsichtig. Genau, sieht sehr gut aus. Ja, damit stehen Sie hier drin. So, dann können wir gleich wieder Mensch. rausfahren. Dann haben Sie den ersten Teil schon der Prüfung bestanden. Haben Sie schon mal überwältigt? Ob Sie bestanden haben, erfahren Sie am Ende. Fahren Sie mal an mir vorbei. Sie dürfen jetzt so 4 Minuten lang irgendwo hinfahren. Okay. Und ja, dann fahren wir. Dann sage ich Ihnen, wo Sie hinfahren müssen. Ja, Sie haben 2 Minuten. Okay. 2 Minuten. Gut, und fahren Sie. Okay, geht's los? Ja. Ja. Okay. Meine Güte. Ja, alles klar! Was denn? Alles klar! Was denn? Was denn? Ja, nichts mehr. Bin ich hinten Hast eingefahren? du ja nur mein Auto geschrottet? Ja, bei mir ist Nein. nichts. Ja. Kannst Nur gerne bei deiner gucken. so. Nur bei Aha. deiner so Gut. leicht. Nicht so leicht kaputt geht. Biegen Sie jetzt bitte links ab. Sie können hier schon Ihr Fahrzeug abstellen, bitte. Ich muss mir kurz zwei, drei Sachen notieren, damit ich Ihnen dann ungefähr insgesamt 10 Fehlerpunkte haben, ja? Wie viele? 10. 10. Also bitte. Von was denn? Na, ich habe gesagt, Sie dürfen insgesamt 10 Fehlerpunkte machen. Sie haben aber noch keine 10. Ach so, ich So, muss mir kurz ach was notieren. so. Dachte gerade, sie wollen mich hier verkackeiern. Gut, ja, dann fahren Sie jetzt bitte geradeaus und wenden Sie ihn bei der nächstmöglichen Stelle. So, dann biegen Sie bitte die nächste links ab.
fahren wir ins Casino. Wir fahren dann bitte nächste rechts abbiegen. Dann nächste links bitte. Der kann sich auch nicht entscheiden. Mache ich das gut? Ja, bis jetzt nur zwei, drei Sachen. Okay. Also Sie wissen ja, wenn Sie die 10 Fehlerpunkte erreicht haben, dann ist ja die Fahrprüfung sofort beendet. Okay. Warum haben die jetzt nicht geblinkt, wenn ich fragen darf? Ah! Warum fahren Sie mir hinten rein, wenn ich fragen darf? Sie haben meine Frage nicht. Sie dürfen meine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten. Es gibt Punkteabzüge. Na, Blinker sind doch in diesem Modell noch nicht drin. Genau, das also wollte bitte. Ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht fragen. Alles gut. Jetzt muss ich hier wohl rechts abbiegen. Wieso? Weil ich auf der Rechtsabbiegerspur war. Sie hätten aber auch gerade auffahren können. Tja. Leider war mir dies nicht mehr möglich. Kommen Sie bitte zu mir. Oder warten, ich warte, warten Sie. Ich biege jetzt hier links ab und ich warte dann auf Ihnen. Auf Sie, Entschuldigung. Meine allerdings an. Bei mir ist auch alles normal bei dir. Immer schön geradeaus fahren. Ah, gut, lass nur durchgehen. La 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 la, so schön die Nacht. Was ist das denn für ein Asso? Das ist ja das Arschgesicht. Du kannst an mir vorbei. Seltsam. Das war so klar. Bitte biegen Sie rechts ab in der nächsten. Ach so, nein, nee, nicht dieser, nächste. Nächste. Deswegen habe ich ja frühmöglich angesagt, rechts abbiegen und dann nächste links, ja? Ja. Haben Sie mich verstanden? Verstanden? Das habe ich, in der Tat. Schön über eine durchgezogene Linie gefahren. Gar nichts. Hey! Schön in mich reingefahren, dafür kriege ich jetzt genau, dieser bin ich nicht in die reingefahren. Ja, doch. Verstanden. Das habe ich in der Fall. Schön bin ich nicht reingefahren. Jetzt rechts abbiegen, bitte. Wo links einordnen dann bitte? Komm, wenn er mich mal vorbeilässt.
Dann links, nicht diese, sondern die nächste. Hä? Also wir fahren jetzt. Das ist doch jetzt gar nicht mehr möglich. Doch, das ist alles gut, so genau. Aber es sah auch mein Navi anders aus. Entschuldigen Sie bitte. Ich geh mal runter von den Schienen, die soll man ja freihalten. Ja, habe ich auch, aber. Ich wurde von den anderen. Ich wurde von den anderen hinter mir raufgeschoben. Alles klar. Gucke! Er rastet aus. Jan? Ja, ich hab nicht grad. Links AP. Das war auch ganz schön riskant gerade. Sie sind doch Profifahrer, da dachte ich, kann ich mir das mehr leisten. Gut, geradeaus bitte und weiterfahren. Und nächste dann rechts, ja? Aua. Ja, fahr doch, Alter, du brauchst ja 3 Stunden. Hä, vor mir ist einer. Genau. Du Schnittlauch. Dann links halten. Reicht mir doch. So, links halten bitte. Tschüss. Ich wollte sie nur testen, wie sie reagieren. Wir sind falsch gefahren. Nein. Natürlich. Nein. Bei mir gibt's keine Markierung. Bei mir gibt's keine Markierung mehr. Ach so. So. Ey, was macht der denn? Mann! Das war noch nicht mal meine Schuld. So, Sie verhalten sich denn links und fahren dann bitte in den Parkhaus rein. Hallo? Links halten, Parkhaus jetzt. Natürlich. Weiß doch, Brudi. Gut. Dann den nächstbesten Parkplatz, wo 2 Autos parken können. Kein behinderter Parkplatz ist, da parken Sie bitte. Die Parkplätze sind behindert? So. Warten Sie. So. So. Das. So, kommen wir zum Fazit. Sie haben bestanden mit 9 Fehlerpunkten. Ja. 9 Fehlerpunkte, ach, das war ja knapp. Ja, Sie haben 3-mal eine durchgezogene Linie überfahren. Oh. 1-mal eine Person überholt, wo Sie fast mit dem Gegenverkehr einen Unfall hatten am Anfang. Und dann hatten Sie 4 Fehlerpunkte wegen rechts vor links und 1 Fehlerpunkt beim Einparken. Okay. Das war's, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Führerschein und das war's auch für die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut her rein!